Wir sind neugierig, wie die Welt funktioniert und wie die Gesetze der Quantenmechanik zu immer neuen Phänomenen führt. Wenn man zum Beispiel einen Draht nimmt und macht ihn immer dünner und dünner und dünner, werden die Eigenschaften immer mehr durch Quantenphänomene bestimmt. Und wir versuchen jetzt zu verstehen, welche neuen Phänomene da auftauchen. Wenn man sich die Technologie um uns herum anschaut, vom Laser über den Kernspintomographen, die Medizintechnik, das sind alles Ideen, die eben entstanden sind aus der Grundlagenforschung. Unsere Arbeit ist immer Teamwork. Zu zweit, zu dritt, zu viert knobeln wir dann eben an den neuesten Ergebnissen. In der theoretischen Physik kann ich eben Mathematik und Physik verbinden, kann also wirklich dann verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält.